Johannes, Peter und Bernd gingen vor die Tür und schauten sich genau um. Sie wollten auf Spurensuche gehen. Was auch immer das Ungeheuer sein sollte, vielleicht würden sie ja Spuren entdecken. Sag mal, Bernd, du weißt doch bestimmt, was das hier für Blumen sind, das oder? Wann kenne ich mich denn mit Blumen aus? Ich dachte so. Im Internet habe ich übrigens gelesen, dass dieser See ungewöhnlich tief ist. Oh, was du nicht sagst. Aber von Spuren ist nichts zu sehen. Ja, aber dafür ist was ganz anderes zu sehen. Ganz schwach nur, aber... Wo? Was meinst du? Da neben den Blumen von Peter. Ah, Moment. Das sieht so aus, als wäre da was Schweres auf dem Boden gewesen. Seht ihr das? Da drüben auch. Es sieht aus, als ob hier Schienen gelegen hätten. Genau, oder als wäre was mit dünnen Reifen hier langgerollt worden. Und die Spuren gehen Richtung See. Ja, vielleicht ein Amphibienfahrzeug? Was? Das sind Autos, die auch schwimmen können. Ah, kenne ich. Habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Aber dafür wären die Abdrücke zu schmal, Bernd. Ja, stimmt. Huhu, Kinder! Was kniet ihr denn da am Boden? Guten Tag! Wir haben uns nur gefragt, was das hier für Blumen sind. Blumen? Was, ihr kennt die nicht? Diese Blumen? Das... Ach, schade. Sehr schade, dass sich die Jugend heute nicht mehr mit den Blumen auskennt. Es gibt auch so viele schöne, unterschiedliche Arten. Wenn man nur an die ganzen verschiedenen... Was das für Blumen sind? Natürlich. Das ist Clusius Enzian. Auch Kalk. Glockenenzian genannt, wächst bis auf 2500 Meter und wird ganz oft verwechselt. Sie kennen sich aber gut aus. Sind Sie ein Spezialist? Ja. Wie es der Zufall so will, bin ich Naturforscher. Blumen, Pflanzen und Tiere gehören zu meinem Gebiet. Wobei mein Fachgebiet die Pomologie ist. Das ist die das Lehre ist die von Obstbaukunde, ne? Also die Lehre der Arten und Sorten von Obst, sowie deren Bestimmung und systematische Einteilung. Sie sind sicher Herr Heinze, richtig? So ist es. Sehr aufgewecktes Kerlchen. Seid ihr auf der Wanderung oder zu Besuch bei diesem Lord Thornberry? Nein, wir wohnen hier oben auf der Hütte und wollen herausfinden... Aus dem Alltag und mal die Natur etwas kennenlernen. Wir machen Urlaub hier. Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, ist auch schön. Und ja. Habt ihr auch schon das angebliche Ungeheuer gesehen? Nein. Dann passt aber mal auf. Nachts, wenn der Nebel über dieses Tal zieht, dann kommt vom See herauf ein Ungeheuer. Es schnaubt gewaltig, guckgierig mit seinen glühenden, runden Augen durch die Nacht und es stinkt, ich sag euch. Und es kommt. Ich werde mal Ausschau halten. Vielleicht könnten wir es ja sogar mal einfangen. Fangen? Wie bist du das? Junge, du bist ja wirklich ein Narr, wenn du denkst, dass du es, dieses Ungeheuer einfangen könntest. Schlag dir das mal aus deinem kleinen, dummen Kopf. Wenn ihr wirklich was Spannendes erleben wollt. Ja. Ich bin in den nächsten Tagen da oben im Gebirge unterwegs. Wenn ihr mal mitkommen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Ich nehme euch gerne mal mit und erkläre euch auch die Natur ein bisschen, die Blumen, die Pflanzen. Macht mir überhaupt nichts aus. Sagt einfach mal Bescheid. Ja, sehr nett. Ja. Danke. Na, gut, ich muss dann auch mal weiter. Macht's gut, Jungs. Ja, bis wiedersehen, dann. Herr Heinze. Wiedersehen. Ein netter Mann. Ein bisschen crazy in der Birne, wenn ihr mich fragt. Der scheint ja geradezu Blümlein verliebt. Der wollte uns doch nur Angst machen. Wegen nichts anderem war er da. Ist euch das nicht aufgefallen? Also, ja, hast du auch wieder recht. Ja. So, wir bereiten uns jetzt mal auf die Nacht vor, Kollegen. Wir zelten, ich würde sagen, dort oben. Da? Ja, da ist eine kleine Ebene, von der wir eine gute Aussicht haben hier auf den See. Ja, also schleppen wir jetzt das Zeug da hoch und dann bauen wir schon mal das Zelt auf. Richtig. Auf wie geht's sie? Was in der Nacht passierte, wissen wir ja bereits. Peter konnte kein Auge zutun. Nachdem er das Ungeheuer entdeckt hatte, verkroch er sich still und leise in seinen Schlafsack und lauschte bibbernd vor Kälte und Angst in die dunkle Nacht, bis der Schlaf ihn übermannte.